unser Hovercraft ist fertig. Wir haben jetzt das Ganze noch etwas sicherer gemacht, noch ein paar Verbesserungen gemacht. Und Konrad hat uns jetzt nochmal richtig viele Akkus zur Verfügung gestellt. Jetzt sollten wir etwas länger fahren können. Im letzten Video haben wir euch nach einem Namen für unser Hovercraft gefragt. Und ihr habt euch entschieden. Jetzt sind wir mal richtig gespannt, ob wir damit auch übers Wasser fahren können. Wir testen jetzt erstmal, wie schnell wir auf der Straße fahren können. Es ist gar nicht so einfach, das Teil zu steuern, aber ich hoffe, dass es klappt. Wir versuchen jetzt das erste Mal auf dem Wasser zu fahren. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Bei uns ist ja der Rand hier unten aufgeblasen. Bei normalen Hovercrafts ist es ja ganz anders gemacht. Deswegen ist jetzt das Problem, dass da 1000 Löcher drin sind. Wir haben es jetzt auch schon 1000 Mal geflickt, aber jetzt sind einfach zu viele drin. Wir haben jetzt als Test mal ganz viele Löcher reingeschnitten, weil ja eh schon ganz viele Löcher drin waren. Dadurch kann die Luft sich jetzt im Schlauchboot richtig gut verteilen und deswegen hebt sich das jetzt von alleine hoch. Das heißt, wir sind nicht mehr darauf angewiesen, dass es dicht ist und können jetzt viel besser überall rumfahren.
Also nochmal vielen Dank für die Idee, das Hovercraft zu bauen. Es hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Es ist einfach ein richtig geiles Gefühl, damit so über die Straße zu schweben oder übers Wasser. Ganz ideal ist das alles noch nicht. Es ist noch etwas zu schwer und der Propeller ist auch nicht ganz der richtige. Deswegen haben wir uns jetzt überlegt, nochmal ein zweites zu bauen, beziehungsweise das etwas zu verbessern. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch irgendwelche Ideen habt, wie wir das Ganze noch etwas besser bauen können oder wie wir mit dem Projekt weitermachen sollen oder ob ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Und vielen Dank nochmal an IconTech von Amazon, die uns hier diese Actioncams zur Verfügung gestellt haben. Die sind extrem günstig. Wir haben euch den Link nochmal in die Beschreibung getan.